Reisen könnt ihr euch heute mal durchgucken. Dahinter steckt der 81-jährige Dieter Boddenberg, der offensichtlich weiß, wie man eine Kamera bedient und wie man Sachen bei YouTube hochlädt und der auch weiß, am besten stecke ich dem Kühler mal eine kleine Visitenkarte in den Briefkasten. Ja, nicht nur mir, auch mein ganzen Nachbarn hat eine Visitenkarte in den Briefkasten gesteckt. Es war YouTube-Werbung im Briefkasten. Da musste ich erstens mir die Videos angucken und zweitens wollte ich da noch mehr wissen. Und dann haben wir mal bei Herrn Boddenberg angerufen und wollten als erstes mal wissen, was heute so geplant ist. Ist heute eine Reise geplant? Hey, heute habe ich keine Reise geplant, nein. Ich war ja die Woche, war ich in Hamburg. Ah, also so ein Tagestrip wieder oder länger? Ja, mit dem ICE runter, ein Tagestrip. Um 6 Uhr hier weg und um halb 11 Uhr da. Und dann später so um 18.40 Uhr wieder zurück und in der Nacht wieder hier. Das ist sehr sportlich. Das habe ich nämlich auch gesehen, dass Sie auch nach München geballert sind für einen Tag. Das, genau. Das ist viel Zugfahrt für ein bisschen Hamburg, oder? Ja, ist für Zugfahrt, aber ich bin vor der Firma mit dem Bus gefahren, so Tagestouren. Und die sind mittlerweile fast genauso teuer, als wenn ich mit dem ICE da runterfahre, mit Seniorenticket, ne? Ja, aber da nerven keine anderen Senioren im Bus, ne? Ja, doch, ja, gut, okay. Aber das ist einfach bequemer dann auch, ne? Ja, jetzt könnten Sie ja da einfach so hinfahren und sagen, ich gucke mir mal Hamburg an. Aber wir kommen ja quasi mit auf die Reise bei Ihnen. Was war denn so der Auslöser, dass Sie gesagt haben, da muss die Welt dran teilhaben? Ja, ich sag mal, damals wollte ich die auf so speichern, die ganzen Sachen. Und dann habe ich mir gedacht, dass sie da nicht verloren gehen, mache ich das bei YouTube, da sind sie dann für ewig drin, ne? Schneiden Sie das auch alles selber? Ich schneide das alles selber, genau. Ist ja Wahnsinn. Ich habe 1913 das erste Video gemacht. Das war auch irgendwas in Hamburg. Ich nehme an, Sie waren 2013, oder? 2013. Ja, dann war 1913. 2013, genau. So alt sind Sie ja noch nicht. Jetzt habe ich mich gewundert, dass ich in meinem Briefkasten Werbung gefunden habe. Waren Sie in Köln-Braunsfeld oder war das genau. Jemand anders? Ja, ich war bei Media. Ich habe einen Super 8 Film, den habe ich da digitalisieren lassen. Und ich nehme immer Super Kasten mit. Aha. Und die werbe ich dann so in den Briefkästen ein. Da waren Sie bei mir zu Hause vor der Haustür. Ja, für prima, ne? Ja, funktioniert, weil ist mir noch nie passiert, dass ich YouTube-Werbung im Briefkasten hatte. Allein deswegen habe ich es mir angeguckt. Also es hat funktioniert, der Weg. Ja, ist ja prima, ne? Ja, so hat man ja noch keine Möglichkeiten, sich bekannt zu machen oder sowas, ne? Und vor allen Dingen ist das so, man kommt raus, ne? Und so eine frische Luft, ne? Sie wussten natürlich, dass genau hinter diesem Briefkasten sich der berühmte 1Live-Moderator Ron Kühler versteckt, der jetzt nochmal die Botschaft weiter verbreitet. Ja, der ist ja spitze. Da blasen mal viele Leute so auf Boddenberg Reisen rein, geht auf YouTube, ne? Ja. Ich würde mir ja wünschen, Sie würden ein bisschen mehr von sich zeigen, tatsächlich. Ein bisschen weniger Blumen und ein bisschen mehr von sich. Ich glaube, das würde unterhaltsam. Ja, das kann ich ja mal machen. Ja. Ja, ich hab ja so viel auf Vorrat gehabt. Ja. Ich habe jetzt eine ganze Menge, 624 Videos im Netz. Und ich habe schon noch 200 Videos vorbereitet. Ne? Okay. Und da kommt jeden dritten Tag ein neues dabei, ne? So, Leute, also habt ihr was zu gucken das Wochenende. Ja, ich sag mal so, vor 10 Minuten hatte Boddenberg Reisen noch 609 Abonnenten. Ne, 690. Wir sind bei 708. Also ihr könnt da noch Early Adopter werden.